Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir in Archicad ganz schnell und einfach unsere 3D-Textur der Oberfläche so ausrichten können, wie wir das haben möchten. Unabhängig von unserer originalen, hochgeladenen Oberflächentextur. Das ist das Original und so soll sie zum Schluss aussehen. Die Fliesen beginnen direkt unten links an der Wandecke und sind vertikal statt horizontal ausgerichtet. Ich wünsche euch nun viel Spaß dabei und los geht's! Im Erdgeschoss habe ich eine ganz einfache Wand gezeichnet mit dem Baustoffbauteil. Jedoch habe ich ihr zwei unterschiedliche Oberflächen gegeben bzw. sie damit überschrieben. Und wenn wir uns diese Wand mal im 3D anschauen, ich öffne sie mal, dann erkennen wir direkt zwei unterschiedliche Texturen. Einmal eine Holztextur und einmal eine Fliesentextur. Wenn wir uns diese Wand nun genauer anschauen, dann können wir direkt erkennen, dass einfach hier diese Ausrichtung der Textur nicht korrekt ist und dementsprechend auch nicht schön ausschaut. Das können wir selbst einstellen. Achtung, ihr solltet natürlich beachten, dass diese Holztextur die richtigen Maße in euren Oberflächeneinstellungen hat. Denn ihr könnt in Archicad auch eigene Oberflächen erstellen, das heißt eigene Texturen reinladen und damit auch eure Oberflächen überschreiben. Zusätzlich kann man diese Texturen auch in ihrer Größe verändern und entweder proportional gleich behalten und größer kleiner skalieren oder man kann sie auch unabhängig von der originalen Texturgröße verändern. Wenn du mehr über das Thema Oberflächenmaterialien erfahren möchtest, dann findest du im Anschluss ein passendes Video von mir. Jetzt gibt es natürlich wie immer in jedem Programm unterschiedliche Wege, diese optischen Fehler zu korrigieren, aber auch im Hinblick auf die spätere Ausführungsphase macht man sich ja auch Gedanken darüber, wie einzelne Materialien miteinander verbunden werden. Denn auch später im Fliesenspiegel zum Beispiel macht man sich ja auch Gedanken, wie die Fliesen verlegt werden sollen, wie sie anknüpfen oder wie sieht der An- und Abschluss aus und so weiter. Beginnen wir mit Methode Nummer 1. Dafür müsst ihr erstmal euer Bauteil, in meinem Fall diese Wand hier, anklicken, um sie auszuwählen. Dann gehen wir auf Dokumentation, Rendering und dort finden wir die Möglichkeit 3D-Textur ausrichten. Zusätzlich gibt es hier drei verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen uns zunächst die erste Option an und zwar Ursprung bestimmen. Der Name sagt es eigentlich, also damit kann ich jetzt bestimmen, wo meine Textur beginnt. Denn jede Textur braucht ja einen Ursprungspunkt sozusagen, an dem sie anfängt und von diesem Punkt aus kann sie sich ja dann vervielfachen. Wir wollen nämlich nicht hier unten diese kleineren Fliesenstücke haben, sondern die Fliese selbst soll direkt an diesem Punkt hier beginnen. Also klicke ich da einfach nur drauf. Und ihr seht es, die Textur wird direkt danach ausgerichtet. Problem Nummer 1 gelöst. So, jetzt möchte ich nämlich für Methode Nummer 2 diese Fliesen drehen. Das heißt, man kann ganz schön erkennen, wir haben keine quadratischen Fliesen, sondern eben rechteckige Fliesen. Und ich möchte nun nicht, dass sie vertikal ausgerichtet sind, sondern horizontal. Also entlang der Länge sollen auch die rechteckigen Fliesen ausgerichtet werden. Und das kann ich nun auch umstellen. Das heißt, ich kann 3D-Texturen nicht nur in eine Richtung oder zwei Richtungen ausrichten, sondern in jede x-beliebige Richtung. Und dafür müsst ihr nicht in den Oberflächenmaterialien erstmal die Textur verändern oder ersetzen. Ihr könnt es einfach hier mit der 3D-Textur-Ausrichtungsmöglichkeit machen. Das heißt, wir markieren wieder unsere Wand. Wir gehen erstmal wieder auf Dokumentation, Rendering, 3D-Textur ausrichten. Und auf Richtung einstellen. Ihr seht, jetzt passiert erstmal nichts. Warum? Ich muss erstmal diese Wand nochmal anklicken. Und das mache ich jetzt. Also ich klicke einfach hier rein, egal wo. Und jetzt öffnet sich hier dieses kleine Fenster. Ich habe jetzt die Möglichkeit, den Winkel grafisch zu bestimmen. Das heißt, ich klicke nachher einfach nur diese Oberfläche an und damit gebe ich die Winkelrichtung an. Dann kann ich aber den Winkel auch mit einem festen Winkelwert quasi bestimmen lassen, indem ich diese Option auswähle und dann hier einen bestimmten Wert eingebe. Wir schauen uns zuerst die erste Option an und zwar wollen wir den Winkel grafisch bestimmen. Wir klicken auf OK. Ich klicke einmal rein. Jetzt seht ihr es, ich kann quasi meine Maus in jede Richtung bewegen und wenn ich nun zum Beispiel meine Maus nach unten bewege
dann hat sich die 3D-Textur auch dementsprechend ausgerichtet. Ich lasse die Wand markiert, gehe wieder auf die 3D-Textur-Ausrichtungsmöglichkeit, Richtung einstellen, klicke die Wand an, warte, bis sich das kleine Fenster öffnet und gebe aber diesmal einen eigenen Wert ein, zum Beispiel 60 Grad. Okay, und nun hat sich dementsprechend die 3D-Textur wieder ausgerichtet. Was passiert jetzt, wenn ich aber feststelle, dass alle meine Versuche eigentlich nicht gut aussehen und ich eigentlich wieder auf die ursprüngliche Textur zurück möchte? Auch das ist möglich, keine Sorge. Ihr klickt wieder die Wand an, geht wieder auf 3D-Textur ausrichten und einfach nur auf Zurückstellen. Aber Achtung, das betrifft dann nicht nur die Richtung, sondern auch den Ursprung. Ich klicke mal auf Zurückstellen. Dann sehen wir auch, dass quasi der Anfang der Textur jetzt dementsprechend auch nicht mehr richtig ist. Das waren, sage ich jetzt mal, eher die manuellen Wege. Es gibt natürlich noch einen viel schnelleren Weg. Und zwar, wenn ihr eigentlich nicht so bestimmte Feinheiten vornehmen müsst oder etwas rumexperimentieren möchtet, dann könnt ihr auch direkt in die Wandeinstellungen reingehen. Und dort gibt es die Option, Texturen der Wandkanten zuordnen. Dann klickt ihr einfach auf OK und dann seht ihr, dass der Beginn der Textur dementsprechend auch hier wieder unten links an der Wandecke startet. In den meisten Fällen geht das auch eigentlich gut. Also wie gesagt, wenn das dementsprechend schon richtig ausgerechnet worden ist und so weiter. Wenn ihr jedoch erstmal rumexperimentieren möchtet, dann macht das gerne hier über den manuellen Weg. Egal, ob ihr den Winkel nun grafisch bestimmt oder numerisch. Und so einfach könnt ihr eure 3D-Textur ausrichten, wie ihr das möchtet. Ihr solltet nur beachten, dass die Innen- und die Außenseite eurer Wand immer miteinander verknüpft sind. Das heißt, sobald die eine Seite eurer Wand in der Texturausrichtung anpasst, dann betrifft es automatisch auch die andere Seite. Hier nochmal ein Beispiel. Ich ändere jetzt hier die Richtung unserer Holztextur. Und wir werden jetzt auf der anderen Seite erkennen, dass auch die Fliesentextur sich dementsprechend angepasst hat. Wie kann man dieses Problem jetzt also umgehen? Es ist auf jeden Fall ratsam, sobald ihr hier die 3D-Textur getestet habt und unterschiedliche Ausrichtungen, Varianten, wie groß die Fliesen sind oder klein, wie sind sie ausgerichtet und so weiter. Wenn euch da eine Variante gefällt, dann wisst ihr schon mal, wie die originale Textur aussehen solltet. Und diese Textur solltet ihr dann auch bei den Oberflächenmaterialien dementsprechend abspeichern. Das heißt, am besten direkt auch die richtige Fliesentextur raussuchen, denn das, was wir hier über 3D-Textur ausrichten, dient eher für die Anfangsphase. Wenn man einfach noch nicht weiß, wie das Ganze später aussehen soll, dann kann man hier sozusagen ein bisschen rumspielen, alles testen, verschiedene Renderings generieren und so weiter, bis man final weiß, was man haben möchte. Gerade eben, wenn die Innen- und die Außenseite eigentlich unterschiedliche Texturen haben, beziehungsweise eine andere Oberfläche. Wenn sie aber die gleiche Oberfläche haben, also wenn wir Innen- und Außenfliesen hätten oder Holz, dann spielt das keine Rolle, dann kann man das problemlos hier über 3D-Textur ausrichten machen. Aber wie gesagt, wenn ihr unterschiedliche Seiten habt, dann erstmal hier ausprobieren und danach eure finale Textur bearbeiten und nochmals bei den Oberflächenmaterialien hochladen. Wie gesagt, mehr zum Thema Oberflächenmaterialien, ein sehr spannendes und tolles Thema, findet ihr jetzt im Anschluss. Und ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.